Steam. Warte erstmal, Moment. Ich bin gerade Steam rum. Steam hat gerade mir dreimal gesagt gehabt, nö, das Programm läuft noch. Ich starte erstmal eine Schicht. Mach das. Vorher gehe ich hier nicht rein. So. Nachtschicht. So. Es gab in letzter Zeit Einmal Beschwerden wegen dem Herrn Hasern. Können Daki Sie da bitte die besonders drauf achten? Verstanden. Einladung annehmen. So, mal wieder gemeiner Fußknecht. Nee, wir haben Auto. Nachtschicht Auto. Ich sitze schon im Auto. Ich mache mal das Licht an. So. Ja, ich habe schon das Auto gehört. Die kuriosen Zuckern gab's auch schon. So, die Person hat Müll weggeworfen. Brauchst mir nicht den Licht, den Weg zu weisen. Brauchst nicht Licht anzumachen. Okay, läuft. Was denn? Du warst gerade im Fußboden so gut 3, 4 Zentimeter eingerutscht. Ja, kleiner Bug passiert mal. Einer von vielen. Der hat Wir ein sind halt kaputtes die Frontlicht. Bug-Hunter. Der hat ein kaputtes Frontlicht. So, ich challenge dich jetzt. Diese Schicht darfst du kein Auto kaputt machen. Das können wir nicht vermeiden, weil wir ja manchmal den Bug haben, dass Autos einfach auftauchen. Die zähl mal raus. So. Den würde ich dir tatsächlich Ich rausrechnen, habe wenn Sie das so wäre. angehalten, weil Ihre Scheinwerfer defekt sind. Oh, das tut mir leid, Officer. Ausweis und Versicherungskarte, bitte. Bitte sehr, Officer. Zeig mir mal den Ausweis, mein Lieber. Ausweis ist auch abgelaufen. Aber du Bitte bist auch steigen Sie komisch aus und gefahren. kommen Steig Sie auf mal den aus. Bürgersteig. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Nee, betrunken ist er schon mal nicht. Bitte lassen Sie mich eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie unter dem Einfluss von Drogen stehen. Drogen auch nicht. Dann ist er einfach nur so Dulli. Hey, fahren Sie rechts ran, ich möchte mit Ihnen sprechen. Das Taxi habe ich schon rausgezogen. Sie bekommen einen Strafzettel und ein Bußgeld zwischen 75 und 100 Dollar wegen Nutzung eines abgelaufenen Ausweises. Wirklich? Das ist viel Geld. Ich mach die Preise nicht, mein Freund. Und dein Scheinwerfer ist auch defekt. Sie erhalten einen Strafzettel in Höhe von 150 Dollar wegen eines defekten Scheinwerfers. Warum ist das so teuer? Jetzt darfst Alles du. klar, Sie dürfen gehen. Schönen Tag noch und passen Sie Wieder auf sich auf. fahren. So, ansprechen. Einmal Personalien bitte überprüfen. Okay, Officer, bitteschön. Das ist die Dame. Gloria. Keine Zulassung, keine Versicherung. Versicherung zeigt er mir aber an. Nein, hat sie nicht. Ist nicht zugelassen. Verstoß melden. Fahrzeug abgelaufenes. Ich Zack, werde gibt's Sie mit schon einem mal. Bußgeld zwischen 50 und Dafür? 250 Dollar wegen eines abgelaufenen Kennzeichens belegen. So, das Kennzeichen war abgelaufen. Was war jetzt noch? Zulassung. Nee, warte mal, Versicherung. Ich gucke nochmal nach. Zulassung und Versicherung. Versicherung. Versicherung ist dann abgelaufen. Hey, fahren Sie rechts ran, ich möchte mit Ihnen Okay. sprechen. Versicherungsschutz. Auch. So.
Die Dame darf dann noch weiterfahren. Ich habe hier den nächsten mit einem defekten Scheinwerfer, auch wieder ein Taxi. Na, das Taxi hier vorne kannst du dann auch gleich. Hast du das andere Taxi auch ab? Ja. Beide abgelaufen. Nee, der andere hat einen defekten Scheinwerfer. Und ja, das andere. Kennzeichen. Der hat beides. Und der ein hier vorne hat. Rücklicht. Aber ich kann den erst, wenn der hier vorne abgearbeitet ist. Defektes Rücklicht, Kennzeichen und defektes Vorderlicht. Und der hier hat Fahrzeug abgelaufenes. Ich habe abgelaufenen Kennzeichens angehalten. Ah ja, das habe ich ganz vergessen. Danke, dass Sie mich erinnern. Ich kümmere mich darum. So, Sie waren einsichtig. Fahrzeugversicherung bitte. Natürlich, Officer. Einmal bitte kontrollieren. Das ist der Herr Erik. Nur Zulassung ungültig, alles andere gut. Auch keine Vorstrafen? Ja, fahren mit defektem Rücklicht, fahren ohne Versicherung. Scheint nervös zu sein. Parken vor abgelaufener Parkuhr und fahren mit getönten Scheiben. So, dann gibt's einen Zack, Zack. Ich muss Sie mit einem Bußgeld wegen eines abgelaufenen Kennzeichens belegen. Das kostet Sie zwischen 50 so. Und 250 Dollar. Wirklich? Das ist viel Geld! Sie können jetzt gehen. Laufen Schön lassen. So, ich mache jetzt mal meinen gleich, wenn die rechts ranfährt. Kommen Sie rechts ran. Los. Hier ist der nächste gleich. Das ist ja heute richtiges Paradies hier. Der schwarze dahinter auch. Also den Transporter kannst du dann rauslassen. Ey, die haut ab! Die haut ab. Die parkt woanders. Nee, die haut ab! Die parkt doch bei mir. Die ist abgehauen, die ist um die Ecke gefahren, die ist weg. Ja, egal. Mit drei Verstößen. Dein Witz hinterher ist mir auch egal. Kriege ich die noch? Ja, da vorne ist sie. Muss mir mal hinterherlaufen. Ich bin gerade. Ah, Ausweis ist abgelaufen. Ich halte sie gerade an, ich hab sie. Ja, jetzt habe ich sie angehalten. Meidet Augenkontakt. Raus aus dem Auto. So, meine Liebe, bei drei Verstößen lasse ich dich nicht einfach fahren. Ich kann es mir sogar aussuchen, was ich ankreide. Ich habe sie angehalten, weil die Scheinwerfer an ihrem Fahrzeug nicht funktionieren. Oh, das tut mir leid, Officer. So, ich habe kaputt gemacht. Jetzt. Ich möchte Ihren Führerschein und Ihren Fahrzeugschein sehen, bitte. Bitte schön, Officer. So, gucken wir uns mal alles an. Und eine Versicherung hat sie auch nicht. Das Fahrzeug ist als gestohlen gemeldet. Kommt einiges zusammen. So, dann machen wir mal, gehen wir mal alles durch. Wir haben keinen Versicherungsschutz. Das gibt einen Strafzettel wegen des fehlenden Versicherungsschutzes. So viel Geld habe ich nicht. Kein Alkohol. Dann haben wir dann einmal Drogentest. Ihnen einen Strafzettel wegen des Kennzeichens. Das wird zwischen 50 und 250 Dollar kosten. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. THC, cool. Die Person kann ich auch festknacken. Dann haben wir defekte Rücklichter. Ich muss Ihnen einen Strafzettel wegen einer defekten Rückleuchte. Und am Ende ist das nicht mal Ihr Auto. Sie zahlt jetzt die ganzen Strafen und am Ende hat sie es geklaut. So, und dann haben wir noch defektes Scheinwerfer. Ich muss Ihnen einen Strafzettel wegen. Ist die bei der Mafia, soll ich von Nessie fragen? Wirklich? Das ist viel Geld. So, und jetzt steigen wir mal aus, weil das Auto geklaut ist. Da machen wir noch einen Alkohol- und Drogentest. Vielleicht kommt da auch noch was raus. Ja. Bitte kooperieren Sie friedlich, während ich teste, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Verstanden. Ich schicke die nächstgelegene Einheit an Ihren Standort. Getrunken hat sie nichts. Ich werde einen Test machen, um zu sehen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Drogen hat sie ja, auch nicht. Aber sie ist festgenommen. So, wir haben Hintergrundprüfung, gestohlenes Fahrzeug. Da Sie ein gestohlenes Fahrzeug. Feuchte Trauben wieder. Bitte kooperieren Sie und gehen Sie auf den Bürgersteig. Bitte, Officer!
und einmal durchsuchen, die gute Dame. Arbeiten Sie bei der Durchsuchung bitte mit mir zusammen. 28 Gramm Marihuana. Gut, okay. Ist egal. Einmal abschleppen. Snacks und feuchte Trauben. Klar, wird in Kürze bei Ihnen eintreffen. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Jetzt durchsuche ich nochmal das Taxi. Hey Partner, ich habe gerade in deiner Nähe geparkt. Bin gleich bei dir. Also ich habe jetzt schon mal ein Problem. Also du musst halt immer gucken. Je nachdem wie die Autos sind, musst du dann halt am besten erst den Abschlepper holen und dann den Personentransport. Dann bleibt das nicht backig. Okay. Aber hier wäre es auch beispielsweise sinnvoller gewesen, erst abzuschleppen und dann Dings zu holen. Weil manchmal kann es sein, dass die halt dann sich so doof überschneiden. So, dich lasse ich auch abschleppen. Eine Halteverbotszone. So, Illegales hat sie nicht im Auto. Oh, gleich einmal. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte den Abschleppwagen lassen. Ihr Stabschlepper wurde bereits an Ihrem Standort geschickt. Wir kümmern uns innerhalb der nächsten 24 Stunden darum. Die sind alle in Ordnung. Haben wir doch schon ein paar gute Fische gefangen heute hier. Ja, und ich habe bisher noch keine Minuspunkte gesammelt. Ich auch nicht. Bim. An der Ampel gucke ich auch gerne mal in den Polizeicomputer, was das vor uns ist. Ungültiger Zulassungsstatus. So, junge Dame. Machen Sie mal die Scheibe runter hier. Hallo? Ich kann die gerade nicht kontrollieren. Ich mach die Scheibe nicht runter. Ich habe einen weißen nochmal rausgezogen hinter uns. Ich verfolge die gerade noch. Du musst doch mal hinterherlaufen. Ich hab sie. Nö, ich mach hier den weißen gerade. So, jetzt habe ich sie. Der hat ein kaputtes Scheinwerferlicht. So, junge Dame, nochmal. Ich habe sie eben schon angehalten. Ich halte sie an, weil ihr Fahrzeug abgelaufen ist. So. Einmal bitte Kennzeichen ungültig. Warte, reingucken. Ach ja, das habe ich ganz vergessen. Danke, dass Sie mich erinnern. Den Arias. Arias hat keine Versicherung. Ich möchte Ihren Führerschein und Ihren Fahrzeugschein sehen, bitte. Bitte schön, Officer. So, jetzt gucke ich mal meine an. Das ist Miss Myers. Zulassung habe ich schon bestraft. Ja gut. Noch teurer. Fahrzeug. Ich mache eine mündliche Verwarnung. Mal belasse ich es bei einer mündlichen Verwarnung. Okay. Den Schein werfe dann auch nochmal. Hier hinten noch jemand? Nein. Gut. So, sie können verschwinden. Selbst das Fenster hoch und runter machen hat ein Geräusch. Ja. Wusste ich gar nicht. Ist heute ziemlich ruhig, sind alle am Schlafen schon. Ja. Mein Chat ist irgendwie. Außer dass Nessie ein bisschen was schreibt, ist heute sehr ruhig. Ist ja auch unter der Woche. Auch wieder wahr. Aber einige haben ja auch Urlaub noch. Ja. Auf nicht, dass du wieder unabsichtlich ein Auto knutschst. Ich suche erstmal Autos, die ich kontrollieren kann. Den da vorne an der Ampel.
gucke ich mal in den Computer, ob wir da was haben. Nö, alles gut. Wer hat nicht geblinkt? Obwohl Nessie tot ist. Ja. Kennzeichen ist in Ordnung. So, Sie haben nicht geblinkt. Ich habe Sie angehalten, weil Sie es versäumt haben zu blinken. Es tut mir leid. Führerschein. Es tut Ihnen also leid. Dann erstmal Führerschein, bitte. Ja, Officer, bitteschön. Miss Rojas, das Foto passt nicht. Ich habe eine schwarze und hier steht asiatisch. Und ich rieche Cannabis. Raus. Steigen Sie bitte aus Ihrem Wagen, aus der Kiste. Gehen Sie auf den Bürgersteig. Sofort raus. Kommen Sie mit. Halt ich mal eher bereit, falls die flüchtet. In Ordnung. Ich werde nur mal schauen, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Erstmal Alkoholtest. Null. Drogentest. Ich werde eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie vor der Fahrt Betäubungsmittel genommen haben. Ja, die ist bekifft. Ich werde nicht lange durchhalten, je nachdem, wie lange ihr macht. Ja, alles gut. Boah, Sie führen hat einen auch eine lange gestohlener Perso. Bitte, tun Sie das festgenommen. Nicht. Person ist gesichert. Person ist gesichert. Nehmen Sie bitte langsam die Hände hoch. Ich werde Sie durchsuchen. Ich durchsuche mal das Auto weiter. Hat nichts. Cannabis 14, das bringt aber uns nichts. Ich brauche Verstärkung, um meine Person festzunehmen. Verstanden, ich schicke die nächstgelegene Einheit an Ihren Standort. Und das alles, weil sie nicht geblinkt hat. Feuerzeug. Ist zum Joint illegal. Anzünden natürlich. Zum Joint anzünden, ist doch klar. Ich habe eine illegale Waffe gefunden. Ah. Waffe, zwei Springmesser und ein Wurfstern. Der Wurfstern ist nicht illegal bei uns. Ja, trotzdem. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Klar, ein Abschlepper ist schon unterwegs zu Ihrem Standort. Komm ins Auto. Weiter geht's. Wir müssten eigentlich den Gefangenentransport anhalten. Der hat gar kein Nummernschild. Das sind Kollegen, die dürfen das. Aha, so, die brauchen keinen Versicherungsschutz. Es passiert ja bei denen nichts. Wir holen doch keine Kollegen raus, das macht man nicht. So, mal gucken. Den vor uns an der nächsten Ampel mal checken. Wow, sind wir weit gekommen. Oh. Dein Blinker kannst du dir stecken. Ja. Ich wollte die anhalten, ich mach's Blaulicht an und die bremst. Der Unfall tut mir leid. Der Schaden wird von der Polizei übernommen. Ich möchte mit Ihnen sprechen. Hey, fahren Sie rechts ran. Ich möchte mit Ihnen sprechen. Ich habe gleich mal zwei Autos hinter uns rausgezogen. Wir müssen eh gleich erstmal Auto tauschen. Ja, wir haben aber erstmal noch zwei. Ich habe meine Warteschlange aufgebaut. Und
Und in Zukunft nicht mehr so abrupt bremsen und bitte blinken. Und Ihre Versicherungskarte, bitte. Klar, bitte sehr, Officer. Hier ist Ihr Unfallbericht. Bitte begeben Sie sich zum nächstgelegenen Revier, um Ihren Fall einzureichen. Die Polizei von Brighton kümmert sich um den Rest. Das wird sehr hilfreich sein. Danke, Officer. Alles klar, Sie dürfen jetzt gehen. Fahren Sie vorsichtig. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ein Abschleppwagen wird in Kürze bei Ihnen eintreffen, Officer. Warum hast du den hinteren angehalten? Einmal war Dings, aber die ist abgehauen. War abgelaufen und der hat hier vorne, Dings ist, also die der hier vorne auf der Ecke. Nee, hier da ist der Spiegelschrott. Also das Licht. Der hält aber nicht. Mal so als Hinweis. Ich weiß, wegen dem Auto, weil er nicht an der Seite fahren kann. Wird aber jetzt wahrscheinlich gleich fahren. Dann halt nicht. Ihr tauscht erstmal Auto. Ja, jetzt lohnt es sich richtig. Ist doch egal, der war eh Schrott. Ja, deswegen ja. Jetzt lohnt sich's richtig. So, weiter geht's. Also Challenge doch nicht erreicht. Wenn die Leute abrupt bremsen, kann ich auch nichts dafür. Du weißt doch aber, dass die abrupt bremsen. Somit kannst du dich doch darauf vorbereiten. Die hat ja schon gebremst, wo ich nur das Blaulicht angeworfen habe. Was macht der vor uns eigentlich? Es sind hier nur 15. Der fährt 10. Ja. Wenn man lenkt, fährt man meistens einen Tick langsamer. Jetzt fährt er 20. Und Blinker hat er auch nicht gesetzt. Es war eine Kurve, es war kein Kreuzung. Wurde mir gerade angezeigt, Blinker wurde nicht gesetzt. Guten Tag. Ich habe Sie angehalten, weil Sie Ihren Blinker nicht korrekt gesetzt haben. Nein, ich blinke immer, Officer. Haben Sie ja jetzt anscheinend nicht. Zeigen Sie mir Ihren Führerschein und die Fahrzeuge. Führerschein, bitte. Okay, Officer. Bitteschön. Mr. McDonald. Kein Blinkzeichen gesetzt. Strafzettel. Sie bekommen ein Bußgeld zwischen 60 und 150 Dollar wegen Nichtsetzens eines Blinkzeichens. Sonst noch irgendwas? Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Sie dürfen weiterfahren. Auf Wiedersehen. Hallo, Officer. Hallo. Da grüßt mich jemand nett. Was machst du? Abgelaufenes Kennzeichen. Unfall. Ja, dann fahre ich mal vor. Unfall ist erstmal für uns wichtiger. Lass erstmal den Typen vorbeifahren. Ist sicher dann. Abgelaufenes Kennzeichen. Ja, die Unfallstelle ist erstmal interessanter für uns. Ja, die hat ein abgelaufenes Kennzeichen. Ja, die checken wir ja eh gleich. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Der Unfall hat mich ziemlich mitgenommen. Ich bin noch ganz durcheinander.
Wenn du willst, kannst du Unfallabsicherung aufstellen. Und Ihre Fahrzeugversicherung bitte. Natürlich, Officer, bitteschön. Wie geht es Ihnen, Officer? Die ist auf 6 übrigens, wenn du sie eingepackt hast. Das ist sie auch gar nicht auf dem Foto. Das Foto passt nicht. Wir haben hier eine Latino und die Dame, die vor mir steht, ist weiß. Erstmal keine Versicherung war das doch, ne? Warte mal. Keine Zulassung. Okay, dann. Das bestrafen wir natürlich erstmal. Ich muss Sie mit einem Bußgeld wegen eines abgelaufenen Kennzeichens belegen. Das kostet Sie zwischen 50 und 250 Dollar. Wirklich? Das ist viel Geld. In Ordnung. Ich werde nur mal schauen, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Pylonen kann ich nicht aufstellen. Nee, die Straßenabsperrung. Wenn du die schon kannst. Beide Kennzeichen sind abgelaufen. Ja, ich mach die einen nach dem anderen. Ich muss nur testen, ob Sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Aber sie hat einen gestohlenen Ausweis. Die gute. Gestohlener Personalausweis. Ich kann auch keine Sperre. Ah, dann kannst du das erst mit dem nächsten Stern. Nein, bitte nicht, Officer. So, einmal durchsuchen. Ich werde mit der Durchsuchung fortfahren. Bitte kooperieren Sie. So, hier war abgelaufen. Springmesser hat sie auch noch 2 Stück dabei. Na, da haben wir doch mal was. Guten Tag. Was genau haben Sie gesehen? Ich kann auch noch das Auto. Ich muss erst mal den Kopf Auto durchsuchen. Einmal bitte Führerschein kontrollieren. Den Versicherungsschein, bitte. Ich mache hier gerade Führerscheinkontrolle, warte. Erstmal muss ich meine gucken, Frau Virtanen. Und dann einmal Frau Tacker. Offener Haftbefehl, keine Zulassung, keine Versicherung. Frau Tacker hat keine Zulassung, keine Versicherung. Gut. Also erstmal alles abarbeiten, keine Zulassung, keine Versicherung. Dass wir die Kohle kriegen, bevor wir sie verhaften. Ohne Versicherungsschutz. Mein Anwalt wird sich ja, ich habe jetzt auch die eine hier schon mal auf der anderen Seite rausgelassen. Damit hier, weil es ja richtig hier Chaos. Eines abgelaufenen Kennzeichens belegen. Das kostet sie zwischen so. 250 Dollar. Mein Fahrzeug. Abgelaufenes Kennzeichen. Ihr Anwalt wird sich noch um den offenen Haftbefehl kümmern müssen, wenn ich mit Ihnen fertig bin. Ob Sie betrunken sind. Drogen, Alkohol, kein, ja, Alkohol ein bisschen, aber nicht über. Ja, so viel. Ich muss Drogen. Mal testen, ob Sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Oh, mal noch ein Alkohol-Test. Och, THC, nee, Amphetamine auch noch positiv. Das wird eine teure Verhandlung. Das wird echt eine teure Verhandlung. Aber Sie sind gesucht wegen einem offenen Haftbefehl, meine Liebe. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Nein, bitte nicht, Officer. Ja doch, ist mein Job. Durchsuchen. Ich werde mit der Durchsuchung fortfahren. Bitte kooperieren Sie. Gut, scheinbar auch nichts. Und ein Springmesser hat sie auch noch dabei. Das wird eine lange Liste hier. Das wird echt eine lange Liste. Weil ich das sage. So, adios, amigo. Das müssen wir noch Fotos machen hier. Aber das Taxi darf auch gleich abhauen. Oh, hier ist eine Schlange. So, ein paar Fotos machen hier. Alles in Ordnung. Okay, hier ist Ihr Unfallbericht. Vollständig scheint er nicht zu sein. So, ja, riecht nach Alkohol. Raus. Verstanden. Die nächstgelegene Einheit wird an Ihren aktuellen Standort geschickt. Dann, wo ist der andere Verhaftete? Da drüben. Alles klar. Hier beide Unfall, beide Unfallgegner verhaftet. Einige Informationen, aber gut. Ich habe Malki rausgezogen. Um verdächtige Person festzunehmen. Ich wiederhole, Verstärkung benötigt. Verstanden. Die nächstgelegene Einheit wird an ihren aktuellen Standort. Ich kontrolliere gerade das Auto. So, jetzt schleppe ich erstmal ab.
Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ach, das wollte ich doch gar nicht. Ein Abschlepper wird in ein paar Minuten eintreffen. Und ich habe noch illegale Substanz habe ich gefunden. Hier gut, verhaftet. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Drei Springmesser und wieder eine Salatgurke. Kürze bei Ihnen eintreffen, Officer. Was ist das hier eigentlich für ein Verkehrschaos? Dadurch, dass ich immer mehr Leute anhalte. Ich gucken, dass ich über den Bürgersteig irgendwie da vorbeikomme. So. Gehen Sie einmal Personalien, bitte. So, warte, ich muss erstmal. Ich hab mich erstmal an dem ganzen Stau vorbeigequält. So, jetzt bin ich. Jetzt kann ich. Einmal an Clara. Clara Adams, keine Zulassung, keine Versicherung. Weiße, asiatisch, weiblich. Die ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das asiatisch ist, aber. Okay. Die Person spricht undeutlich. Yep. Arm an Alkohol. Okay. Ja, das ist sie aber vom Foto her. Zu sehen, ob sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Kannst du trotzdem festnehmen, weil sie ja illegale Waffenbesitz hat. Ah. So, bitteschön. Ich taste einmal noch ab. Arbeiten Sie bei der Durchsuchung bitte mit mir zusammen. Ach so, ich hätte es ja durchsuchen können, ne? Ich hätte ja eine illegale Waffe dabei gehabt. Da darfst du. Darf ich richtig zu lang? Arbeiten Sie bei einmal der Durchsuchung durchsuchen. Bitte mit mir zusammen. Oh! Renn doch hinterher! Ich kann nicht so schnell reagieren. Musst du aber, du bist Polizist. Ich taser so. Entschuldigen Sie, ich stecke in der Klemme. Verfehlt. Können Sie mir bitte weiterhelfen? Taser doch mal! Polizei, kann ich? Sofort stehen bleiben! Bin ich so schnell mit dem Taser? Bist du aber. Ich komme da gar nicht hinterher. Also wegen Flucht. Sie sind festgenommen, da sie lass das Auto abschleppen. Geflohen sind. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Bitte tun Sie das nicht. So, die haben wir. Ich brauche Verstärkung, um meine verdächtige Person festzunehmen. Nein, kann ich nicht. Wiederhole, Verstärkung benötigt. So, und jetzt müssen wir das Verkehrschaos hier so lassen. Einheit an Ihren Standort. Ein Abschleppwagen wird in Kürze bei Ihnen. Danke, wir dürfen hier weiterfahren, weil der Haufen wird sich nicht lösen. Ich sehe das schon. Steig schon mal ein. So, wir haben noch eine halbe Stunde Dienst. Taser-Geräusche gerade gehabt. Vorsicht, da laufen Menschen. Chat, das wievielte Auto ist das im Moment? Das erste. Eins haben wir jetzt kaputt gefahren. Du meinst bisher noch gar keins? Doch, eins. Wieso fährt der vor uns mit Warnblinker? Der andere fährt auch mit Warn. Nee. Was macht ihr da vorne? Oh, Unfall. Unfall. Den haben wir sogar gesehen. Also wenn sich da einer rausredet. Der hintere ist aufgefahren. Definitiv. So. Guten Tag. Was genau haben Sie gesehen? Dieser Fahrer sollte als Unfallverursacher verhaftet werden, hat kein Blinker gesetzt. Einmal reden unterschiedliche Sachen. Ja, das kann nicht sein. Die brauchte ja nicht blinken. Warum sollte sie blinken? Die stand und die andere ist hinten drauf gefahren. Meine hat keine Versicherung und deine hat auch keine Versicherung. Ist auch meines Erachtens eine unterschiedliche Frau. Ja, stimmt. Meine auf dem Foto schwarze Haare. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Ist es. Hier, das.
Naja, du, es können sich auch Menschen die Haare färben, also... Sie bekommen einen Strafzettel. Also bei mir steht, warte, kann ich dir gleich nochmal sagen, zum Perso von deiner... Asiatisch-weiblich. Ich weiß nicht, würdest du die als asiatisch bezeichnen? Ich sehe sie gerade nicht, ich arbeite gerade meine ab. Mach das mal. Warte dann, guck ich mal. Bitte lassen Sie mich mach erstmal Alkohol und Drogen. Sehen, ob Sie unter dem Einfluss von Drogen. Ihre Schicht ist um, Officer. Ja, wir sind auch beschäftigt. Jetzt kann ich mal gucken, komm, warte. Ob sie das nein, das ist sie nicht, das ist sie nicht, das ist nicht die Frau auf dem Foto. Das ist eine andere Frau. Das ist also gestohlener Personalausweis. Erlauben Sie mir, Sie nach illegalen Gegenständen abzutasten. Ich hätte sie erst festgenommen, tatsächlich. Ein Jojo und Süßigkeiten. Sie sind wegen Mitführung seines gefälschten Ausweises. Das war falsch. Was? Kann gar nicht sein. Nein, bitte nicht, Officer. Das war sie nicht auf dem Foto, definitiv nicht. Ich nehme Ihnen jetzt die Handschellen ab. Danke, Officer. Das war falsch. Komisch. Ich hab wegen, ich hab gefälschten Ausweis. Ja, du doch. Hättest gestohlenen danke, nehmen müssen. Echt? Mhm. Gut, ich probier's nochmal. Erst so freilassen und... Sie sind jetzt doch festgenommen. Ist auch falsch. Aber das ist sie definitiv nicht. Ich habe mir das Gesicht angeguckt. Das war's. Ich nehme Ihnen die Hand. Die hat gerade die Schock ihres Lebens heute. Ich nehme halt doppelt fest. Okay, hier ist Ihr Unfallbericht. Danke, Officer. Sie dürfen fahren. Schönen Tag noch und fahren Sie vorsichtig. So, dann hauen wir auch gleich ab, wenn die Autos sind auch beide fahrtüchtig. Und wir gehen in Feierabend. Einmal über den Bürgersteig. Warte mal, ich muss mal die nächste Wache. Da. Die ist ja so weit weg. Die nehme ich. Ja. Der ist uns reingefahren, hast du gesehen? Verflüchtigt sich wer. Da war nichts passiert. Jetzt ist doch egal. Da war auch nichts passiert, das Auto ist noch ganz. Geil, wäre noch so ein DLC von wegen jedes Auto, das du schrotten tust, kriegst du Minuspunkte. Der Witz ist aber, dass die Amis da tatsächlich teilweise mit rechnen. Also die Autos werden ja auch benutzt, wenn du Straftäter stoppen willst, dass du sie extra rammst. Ja, ja. Also ja, Autos sind bei denen Verbrauchsgegenstände. Ja, das ist da nicht so ungewöhnlich, dass da Streifenwagen geschrottet werden. Ja, eben. Deswegen haben die auch die Bullenfänger vorne dran. Ja, aber nicht jedes Auto hat Bullenfänger. Bei den Ami-Streifenwagen alle. Ja, bei den Ami-Streifenwagen. Oh, ich brauche doch noch. Ich brauche noch knapp 1000 Punkte. Bis ich 10 Sternchen habe.